Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Marc Pötter, Live Trading der US-Session. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXFETS. Wir schauen uns kurz den Risikohinweis an, denn wie immer dient unser Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, bitte definitiv den Inhalt nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das Event dient ja entsprechend nur zu Informationszwecken, sagte ich, aber auf keinen Fall als Anlageberatung oder entsprechende andere Empfehlungen. Ja, die Märkte nach dem Termin letzte oder vor 2 Wochen haben ja insbesondere gestern sich ein bisschen bewegt, sage ich mal so. Marc, heute haben wir mehrere Allzeithochs erreicht. Und ja, bin natürlich auch auf deine Meinung gespannt und gebe jetzt gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wunderbar, vielen Dank, Nelson. Auch herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich mache ganz kurz noch meinen Bildschirm, dass man mich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Wird aber auch ganz kurz bleiben. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren professioneller Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma Smart Market, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben. Und auf der anderen Seite liegen über 90% meiner Altersvorsorge in langfristigen Aktien drin. Deswegen so Aktienmarkt generell für mich sehr, sehr spannend und wichtig. Und natürlich auch das Daytrading. Das ist natürlich schon etwas, was so die größte Disziplin ist, was schwieriger ist meines Erachtens als die langfristige Anlage. Aber natürlich auch noch ein irrsinniger Spaßfaktor mit dabei. Also von da sind das 2 Sachen, die mir gut gefallen. Wir wollen direkt mal in die Märkte reingehen. Das ist nämlich genau das hier, was Nelson angesprochen hat, dass wir im Dow Jones zum Beispiel, können wir eben auf den Tageschart gehen. Na, da sehen wir, dass wir hier, das war eben hier den einen Indikator im langfristigen Bereich ausblenden. So. Na, ich denke, so sieht man es deutlich besser, na, dass wir hier schon wieder auf einem neuen Allzeithoch sind. Das gleiche gilt auch für den DAX. War sogar heute groß in der Bild-Zeitung. DAX auf dem Allzeithoch über 19.000 Punkte. Na, hier im Prinzip sehen wir es, bleibt weiter sogar über 19.000. Der US Tech, also der Nasdaq, der hat zwar auch gut angezogen, ist aber bei weitem noch nicht auf dem Allzeithoch. Na, das sehen wir hier. Also da fehlt noch einiges, aber. Und das ist für mich eine super wichtige Marke hier, die 19.948. Na, aus welchem Grund? Wir haben relativ viele aktuell so in dem Expertenspektrum, die Lage als sehr schlecht einstufen, die auch im Prinzip hier so in dem Bereich sagt und auch hier schon, dass wir einen größeren Crash sogar sehen können, dass die Märkte weiter runtergehen können. Ich bin da der Meinung, ne, aber das ist halt auch mal so, dass wir wissen, dass immer die eine Seite setzt auf einen steigenden Markt, die andere Seite setzt auf einen fallenden Markt, weil wir ja immer diesen Ausgleich haben von Käufern und Verkäufern. Ne? Wenn ich 1000 Aktien kaufen will, brauche ich jemanden, der die gegenteilige Meinung hat, der 1000 Aktien verkaufen möchte. Und ich bin dabei der Meinung, dadurch, dass wir hier auch immer weiter die schönen höheren Tiefs sehen, wenn wir jetzt auch noch hier ein höheres Hoch sehen, bin ich auch der Meinung, da gehe ich fest davon aus, dass wir auch im Nasdaq wieder Richtung Allzeithoch gehen. Und ansonsten ist immer meine Meinung auch als sehr stark technischer Analyst, ein Allzeithoch ist eigentlich immer so der beste Indikator in der Technik zumindest, dass wir sagen können, das ist ein Aufwärtstrend und da kann es also auch erstmal deutlich weitergehen. Zumindest von der Wahrscheinlichkeit. Ja, aber sonst würden die Leute ja nicht bereit sein, dass sie zu Höchstkursen kaufen überhaupt. Okay, dann gucken wir uns mal jetzt die 5 Minuten an. Und da sehen wir nämlich auch, dass wir gestern ja den Zinsentscheid hatten. Ja, da ging es wirklich sehr, sehr stark hin und her. Letztendlich dann sogar noch mal deutlich tiefer, als wir es sogar vorgestern hatten. Nur um dann in der Nacht dann wieder deutlich zu steigen und heute auch immer sehr schön angestiegen ist. Wir sehen es hier, ne, dass in dem Moment, wenn wir den Trend haben, sowohl unser Smart-Trend-Indikator ja die ganze Zeit grün ist, wunderbar Long-Trend anzeigt, als aber auch, was ich ja mal sehr gerne nutze, als schnellen Einstieg, den 21er gleitenden Durchschnitt. Nur da sehen wir, dass er hier immer wieder wunderbar sich an dem entlang hangelt und halt weiter hochgeht. Und jetzt haben wir auch schon wieder ein neues Hoch gemacht. Wir werden gleich mal gucken, ob wir da auch noch irgendwo reinkommen, wenn 15:30 ist. Und das Gleiche gilt aber auch hier für den DAX zum Beispiel. Also auch hier sehen wir wieder sowohl,
der Smart Trend, der relativ frühzeitig sagte, es geht long, gleitenden Durchschnitt, da kam der Einstieg erst deutlich später. Und ähnlich sieht es auch aus hier im Dow Jones. Also alle Aktienmärkte aktuell auf long. Ja, und natürlich wollen wir auch hier gucken, selbst wenn wir gleich die Marktöffnung haben, vielleicht kann es auch einen größeren Rücksetzer kommen, aber natürlich will ich erstmal probieren, auch hier long einzusteigen. Übrigens interessant, aus welchem Grund war das so? Weil wir haben eine Zinssenkung gehabt, die nicht 0,25% war, sondern die direkt ein 0,5% war. Ja, es war ja schon so ein bisschen so das Gerücht, es könnte ein halbes Prozent oder ein halber Prozentpunkt sein, aber so sicher war man sich noch nicht. Wir sehen es hier. Das war die Prognose. Na, das war das alte Zinsniveau. Und hier sehen wir, na, dass die Zinsen gesenkt worden sind, sogar auf 5%, also um das 0,5%. Ja, grundsätzlich eine Zinssenkung positiv für den Aktienmarkt. Ja, und von daher, wir sehen es auch zumindest jetzt kurzfristig, dass die Aktienmärkte stark steigen, ne, weil natürlich gerade die Wachstumswerte, also da quasi von den Werten, wo die Gewinne in der Zukunft jetzt nicht mehr so stark abgezinst werden, damit steigt zumindest bei den meisten theoretischen Modellen. Ne, also wenn du ich sag mal ausrechnen willst, du hast hier ein Wert von heute zum Beispiel, dann wird im Prinzip nichts anderes gemacht, dass man das gesagt wird, so der Gewinn in 10 Jahren, ja, der wird dann entsprechend abgezinst auf den heutigen Wert. Ne? Also sagen wir als Beispiel, wenn wir da hätten, meinetwegen 150, dann, und das wird abgezinst, dann ist ein Gewinn von 150 in 10 Jahren ist vielleicht heute 100 wert. Ne? Und wenn das Zinsniveau, das heißt der Abzinsfaktor, wenn der nicht mehr 5,5 ist, sondern nur noch 5,0 ist, dann steigt dieser Wert hier. Dann ist der Gewinn meinetwegen jetzt 105 oder 110. Ne? Und das ist der Grund, weswegen man so tendenziell sagt, oder auch zumindest in den Modellen, in diesen Discounted Cashflow Modellen, wie die dann zum Beispiel heißen, dass also tendenziell dann gerade Wachstumswerte, ja, die also erst in der Zukunft einen sehr hohen Gewinn haben, dass die dann davon deutlich mehr profitieren als zum Beispiel Value-Werte. Also das kann man sogar nachweisen, dass Value-Werte sogar, wenn es eine starke Zinssenkung gibt, sogar dann eher innerhalb von 12 Monaten eher etwas fallen, als dass sie ansteigen. Also von daher da auch mal ganz interessant von fundamentaler Seite. Auch hier, was wir gesehen haben, das fand ich interessant, dass die Engländer gleich geblieben sind. Ich meine, das war auch die Erwartung. Ich hätte mir trotzdem vorstellen können, dass sie etwas tun. Ja, aber der englischen Wirtschaft scheint es also auch so im Prinzip ganz, ganz gut zu gehen. Man liest zwar meistens ja zumindest in deutschen Medien, dass der Brexit relativ schlecht ist. Wenn man so aktuell rüberschaut und auch mal so in London unterwegs ist, sieht das doch deutlich besser aus, als dass die Medienlandschaft uns zumindest weiß machen möchte. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Ja, und anscheinend also auch sieht das die Notenbank so, weil wenn sie Sorge hätten, dass sie in einem Wirtschaftsabschwung wären, dann würden sie ja die Zinsen entsprechend senken. Also Frage kommt, das heißt, der Dow müsste eher fallen, der S&P und Nasdaq eher steigen. Nein, wir haben ja auch mittlerweile auch im Dow Jones ist ja ein guter Mix drin. Ne, und da müsste ich im Prinzip auch mal reinschauen, also welche Value-Aktien wurden da untersucht. Ich kann nur Folgendes sagen, dass es eine Studie dazu gab, dass die Value-Werte eher halt etwas fallen. Aber es ist immer die Frage, also welche Werte stecken dann, sind dann exakt dort drin. Ne, also das müssen wir uns dann mal anschauen. Also tendenziell sollte auch ein Dow Jones steigen, ne, und wir sehen es ja auch, ne, alle drei Aktienmärkte heute, die gehen relativ gut hoch. So, jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten, dann können wir schauen. Ah, Nasdaq natürlich heute nicht zu zügeln hier, steigt und steigt und steigt. Interessant ist, dass Gold aktuell wieder ein bisschen fällt. Wir können nochmal groß machen. Also ist im Prinzip auch halt hier erstmal angestiegen, was ja auch Sinn macht, ja, weil natürlich Gold, dadurch, dass es keine Zinsen bringt, ist natürlich für mich als Investor interessanter, wenn ich auch woanders weniger Zinsen kriege, als wenn ich mein Geld in Geld, als wenn ich mein Geld in Gold parke
und dafür auf viele Zinsen verzichten muss. Das heißt, also auch hier ist es tendenziell so, dass man sagt, wenn das Zinsniveau sinkt, dass der Goldpreis tendenziell eher steigt. Ja, also auch von hier könnte es für uns sogar gleich mal interessant sein, auch einen Goldtrade aufzumachen, wenn wir hier vielleicht auf den Pivotpunkt kommen. Und das werde ich gleich nochmal ausmessen, weil Gold meines Erachtens auch noch Potenzial hat, auch langfristig noch weiter zu steigen. Also meine Trade-Idee, da wird uns eben gerade nachgefragt, ne, dass bis wir auch, ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich nochmal im Dow Jones Rücksetzer sehen werden. Ne, dann wäre auch hier so ein Pivotpunkt interessant, wird sich auch decken, wenn wir das Ganze abmessen mal über ein Fibonacci. Ne, da kommen wir auch hier so in die 118, 138. Das ist ja die Linie, die ich persönlich gerne handle. Das wäre auch so ein ganz interessanter Rücksetzer. Und hier im Nasdaq müssen wir im Prinzip mal gucken, da würde ich sogar probieren, wenn er runterkommt und nochmal hochgeht, würde ich sogar probieren, dass wir hier oben einen Ausbruch handeln, weil der einfach sehr, sehr stark unterwegs ist. Und wie gesagt, dass gerade diese starke Zinssenkung ist gerade interessant für die Wachstumsaktien. Und die Tech-Werte sind ja Wachstumsaktien. Also das so als Grundidee, was ich mir vorstelle für gleich. Ich habe auch eine spannende Statistik für alle Bullen mitgebracht, kam heute Morgen von JP Morgan. Die haben sich die letzten 40 Jahre einmal angeschaut und da hat man festgestellt, dass es 12 Mal die Situation gab, dass die Fed die Zinsen gesenkt hat und der S&P 500 innerhalb von 1% unter dem Allzeithoch war. Und das Ergebnis war jedes Mal, dass der Index ein Jahr später viel höher lag und durchschnittlich 15% Performance gemacht hat. Genau. Ne? Nur das gilt halt gerade für den Nasdaq und ich glaube für die Wachstumswerte in den Indizes. Ne? Das gilt meines Erachtens nicht für die Value-Werte. Und es gilt für Wachstumsphasen. Das heißt also, ich meine, die Werten, das müsste auch die Studie gewesen sein, die haben auch unterschieden, ob die Wirtschaft in einer Rezession ist oder in einem Aufschwung ist. Ne? Weil zum Beispiel, als sie die Zinsen gesenkt haben nach der Finanzkrise, nach der Immobilienkrise, da gab es also auch dann im Prinzip erstmal einen Aktienmarktcrash. Aber das war halt nicht so in den anderen Phasen. Ne? Ganz genau. Also von da, das ja, also ich denke auch deswegen, dass wir da sowohl charttechnisch als auch von solchen Studien eher Rückenwind haben in dem aktuellen Moment. Ja, die Trade-Idee kommt gleich noch, weil hier ist sie erstmal hinfällig. Gerade die Nachfrage. Ne, weil wir mich jetzt hier auch über dieses Hoch raus sind. Das heißt also, dass für mich jetzt diese Strecke hier runter abzumessen, ist jetzt dann damit nicht mehr interessant. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass wir jetzt sogar kurz vor der Markteröffnung hier schon so hochziehen. Jetzt warten wir mal eben, weil jetzt haben wir noch eine Sekunde und dann geht es sowieso los. So, jetzt kommt die Markteröffnung. Dein Nvidia hat schon mal ein Gap abgemacht. Das weiß ich schon. Aber danke dir. Ja, das ist immer gut, immer gut.
Ja, für alle, die sich auch so ein bisschen mit Wirtschaftsdaten sich beschäftigen und was die Zentralbanken machen etc. und das vielleicht gestern Abend auch ein bisschen verfolgt haben und man auch zwischen den Zeilen, wobei der das eigentlich auch schon sehr ausdrücklich gesagt hat, der Paulo gestern, sollte man sich jetzt in nächster Zeit die Arbeitsdaten sich anschauen. Da wird die Fed ein bisschen mehr jetzt den Fokus drauf legen. Inflation ist jetzt mehr an zweiter Stelle. Und man hat es auch eben schon gesehen bei den Jobless Claims, wie der Markt dann reagiert hat, insbesondere der US-Dollar, wenn da die Zahlen nicht so hoch reinkommen. Also das ist so etwas, wo die Fed jetzt in nächster Zeit schauen wird und dann natürlich auch der Markt. Ja, und das ist, denke ich, auch als Trader wichtig, dass man das immer so ein bisschen auf dem Schirm hat, was ist gerade im Fokus, ne? Also ich weiß auch, so ich habe mit dem Job hier 2011 angefangen, also so lange mache ich das jetzt schon. Und für uns waren zum Beispiel Verbraucherpreise oder ein Verbraucherpreisindex war nie interessant gewesen, ne? Die ganzen Jahre nicht. Bis halt dann erstmal das Thema Inflation kam und auf einmal waren die Verbraucherpreise sehr stark interessant. Und deswegen ist immer so ein bisschen, dass man da auch fundamental zumindest so ein bisschen weiß, auf welche Daten achten Notenbanker, weil das sich halt, wie Nelson gerade richtig sagte, dann ja auch dann direkt niederschlägt dann auf den aktuellen Markt. Also von daher, das ist dann wichtig, dass man jetzt auch weiß, okay, Verbraucherpreise wahrscheinlich nicht mehr so interessant wie zum Beispiel Arbeitsmarktdaten dann. So, Frage kommt dann, mit welchem Abstand setzt ihr den SL bei Nasdaq bzw. Dow Jones? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wie zum Beispiel, wenn ich es jetzt mit dem Fibonacci ausmesse, also mal den Einstieg eben, den ich halt gerne haben wollte, wäre es so gewesen, dass wir ungefähr hier eingestiegen wären und dann möchte ich definitiv also auch hier mal zwei Fibonacci immer zwischen mir haben. Das heißt also, dann wären es jetzt hier in dem Beispiel, wären es dann so 55 Punkte gewesen, ne, weil der Dow Jones jetzt auch gerade sehr volatil ist. Ne, hier zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich hier runter kämen, so in dem Bereich, dann wäre es interessant eigentlich, dass wir hier etwas unter das Tief gehen. Also dann wären wir so bei, so, ja, auch so bei circa 50 Punkte hier. Ne, also es hängt immer so ein bisschen mit der Volatilität ab. Ja, ich möchte ganz gerne natürlich immer ein paar signifikante Unterstützungen aber zwischen mir kriegen, also zwischen dem Einstieg bekommen und dem Stop-Loss dann. Ja, der Markt ist gerade voll im Risk-On-Modus. Also von den US-Sektoren ist nur Utilities, also defensiver Sektor, gerade im Minus, sonst alles im Plus. So, ich würde hier gerne auch tatsächlich direkt den kurzfristigen Trendeinstieg nutzen wollen, hier über den 21er Durchschnitt. Also wenn er hier auf die lila Linie drauf geht, dann würde ich auf Kaufen klicken, also einmal hier hinklicken, wo der Stop-Loss hin soll. So, drin. Frage kommt, aus welchem Grund sind meine roten Kerzen grün, weil hier noch der Smart Trend Indikator drin ist.
Daher kommt das. Und der färbt die Kerzen nicht, ob sie rot oder grün sind, sondern der färbt sie nach dem Trend. Also das siehst du hier zum Beispiel auch, ne, dass hier die ganzen Kerzen, die sind grün, weil es ein Aufwärtstrend ist, ne, und grau ist Seitwärtstrend und rot ist quasi dann, wo der Indikator sagt, ne, da könnte es zu einem Shorttrend kommen. Mit dem Indikator kannst du gerne als FX-Flat-Kunde kostenfrei einsetzen. Dann kannst du einfach hier über die Seite beantragen, wenn du möchtest. Ja, ist ein bisschen ähnlich wie ein Heiken Ashi, aber anders, weil der dir auch die echten Kurse anzeigt. Ein Heiken Ashi zeigt dir ja Durchschnittspreise an und das macht der Indikator nicht. Also die Kerzen, die bleiben unverändert, die werden nur sozusagen eingefärbt. Aber sonst, klar, ist natürlich so die Logik so, also von den ganzen Trendindikatoren natürlich, dass man das Ganze so ein bisschen glätten kann, ne, und halt im Prinzip dementsprechend so dieses Marktrauschen dann, dass das ein bisschen rausgefiltert wird, dass ich halt nicht, wenn ich eine kleine rote, eine kleine grüne, rot, dass ich das abwechsle, sondern dass man dann halt, ne, ähnlich halt, wie man das hat, so in so einem Trend dann das ein bisschen besser sehen kann. Oder dass man so einzelne Phasen halt besser einschätzen kann. So, ich will mal eben gucken, wo so die nächsten Stützen, Widerstände liegen. Ja, sehen wir so auf, warum er hier abgeprallt ist. Das war hier so ein altes Hoch. Ja, aber das heißt natürlich auch in dem Moment, wenn wir zum zweiten Mal dagegen gehen, dass er gut ausbrechen kann. Und dann sollte eigentlich auch so das alte Hoch hier brechen im vernünftigen Aufwärtstrend. Ja, das wäre also von daher ein ganz gutes Kursziel, ne? Weil das kann schon sein, gerade wenn wir so eine lange Strecke nach oben gehen, dass es dann einmal über so ein altes Hoch ein bisschen drüber schaut und dann erstmal wieder abverkauft wird. Das wäre typisch, ne? Deswegen wäre also dann mein Ziel hier oben beim Bruch vom Hoch, also bei 19.950 circa. Ja, der Euro tatsächlich wieder gut abverkauft worden. So, machen wir das Ganze raus. Ja, ist schon Wahnsinn, dieses Jahr wieder S&P 500, Nasdaq, Year-to-Date, 20%, ist schon verrückt. Aber natürlich schön auch für alle Investoren, die Aktien haben. Also von daher ist das natürlich Definitiv, eine tolle Sache. definitiv. Und deswegen ist das halt, finde ich mal so wichtig, dass man sich nicht von so vielen Nachrichten dann aus den Aktien treiben lässt, sondern dass man da eher charttechnisch halt im Prinzip reinguckt und sagt, okay, der Aufwärtstrend ist intakt, es geht weiter rauf, drinbleiben. Ja. Besonders, wenn man Nvidia hat, nicht wahr? Ja, absolut. Ja, also ich meine, das ist ja auch, ich habe dazu mal ein Video gemacht, da gibt es wirklich namhafte Leute,
Also auch irgendein Chefanalyst von Goldman Sachs, ein großer Hedgefondsmanager, die haben vor 1,5 Jahren gesagt, das ist so eine krasse Blase in Nvidia. Also das kann man nicht kaufen. Ja, hättest du da verkauft, hätte ich 50% vom Gewinn nicht mehr nicht gemacht. Ja, also beziehungsweise seit diesem Zeitpunkt ist sie nochmal um 180% drauf. Ja, also das ist dann natürlich halt schon mal blöd, wenn man sich dann, wenn man sagt, oh, da ist irgendein Experte, der sagt, ich muss da aussteigen. Ja, deswegen wissen, im Prinzip tut es keiner und ich bin halt ein Freund davon, deswegen eher selber auf den charttechnischen Trend zu schauen. Man kann ja immer noch aussteigen, wenn man sieht, dass der Trend kippt, kann man dann später wieder einsteigen, aber im intakten Aufwärtstrend, was ja Nvidia gerade jetzt bis Juli hatte, gab es für mich deswegen keinen Grund, da irgendwie ängstlich zu werden oder so. Noch schon gar nicht von den Zahlen her. So, dann werde ich jetzt auch hier nachziehen, weil der ist jetzt gut angelaufen. Der ist jetzt 50 Punkte vorne. Wie gesagt, werde den aber laufen lassen, weil ich doch gerne möchte, dass wir bis da oben hingehen. Na, ja, doch, erstmal wieder ein bisschen zurück. Dow Jones fällt auch, DAX auch soweit. Gold hatte ich gesagt, dass ich mir das nochmal anschauen möchte. Aber das ist natürlich auch im längerfristigen Trend sehr schön long, wie wir das hier sehen. Ja, sowohl die Stunde geht hoch, dann halt mit Zinsentscheid nochmal hier höheres Hoch gemacht. Und auch hier im Tageschart sieht man es im Prinzip sehr schön, dass wir eigentlich permanent raufgehen. Und deswegen also auch natürlich hier bietet sich das an, dass wir probieren, in Trendrichtung einzusteigen. So, wenn ich hier nochmal Fibo einzeichne, dann deckt sich das auch hier ziemlich genau so mit dem Pivotpunkt von heute. Also von daher würde ich tatsächlich das auch hier probieren wollen, da mal reinzukommen. So, stelle eben den Chart Trader auf das richtige Risiko ein, noch eine Magic Number vergeben. Ich möchte gerne unter dieses Tief hier. Fangen wir mal ordern, mal gucken, ob er das richtig ausgerechnet hat hier. Ja, wunderbar, dann kann ich den wieder ausmachen. Dann haben wir nämlich auch jetzt hier dann die Einstiegsorder für Gold drin. So, ich glaube, so kann man es besser erkennen.
Ja, Nasdaq ist raus, okay. DAX ja auch ein bisschen schwächer als ein Dow Jones, obwohl ich sagen muss, die Kerzen gingen jetzt schon gut runter. Also wir haben jetzt hier auch jetzt hier zum dritten Mal das tiefere Tief, also von da schon zumindest kurzfristig einen leichten Trendbruch. Doch, das möchte ich doch einmal gerne probieren zu handeln. So. Schnell ausmachen hier. Ich habe jetzt einmal im Prinzip gedreht. Aber wir jetzt hier drei sehr starke rote Kerzen haben, und ich mir vorstellen könnte, dass wir hier noch zumindest mal einen Satz nach unten machen werden. Also für meinen Geschmack hätte bitte auch hier der Nasdaq Trade deutlich schneller und auch deutlich halt weiter laufen sollen. Also das ist mir jetzt auch immer zu sehr, nur für eine Markteröffnung eigentlich immer zu sehr klein klein. Jetzt muss er durchfallen, sonst würde ich ihn eh lieber rausnehmen. Ich meine, das ist natürlich auch der Vorteil auch, dass wir ja durchaus auch mal probieren können, reinzukommen, wenn man da rausfliegt. Ne? Die Kosten sind ja da gerade bei FX Flats sehr, sehr niedrig, was top ist. Ja, aber jetzt muss er auch durchrutschen, ne? Weil das ist ja genau die Annahme, die ich gerade hatte, dass wir hier nicht schnell runterkamen, dass er jetzt auch den nächsten Rutsch macht. Aber nein, macht er nicht. Aber okay, das ist das halt, ich muss mich immer probieren, neue Möglichkeiten zu nutzen, ob es dann aufgeht oder nicht, das sieht man dann halt dann hinterher leider erst. So, mal erstmal raus, dass wir ein bisschen besser sehen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn er mich jetzt knapp ausgestoppt hat. Na, das ist nicht schön, aber gehört mit dazu. Das war exakt das, ne, auf was ich spekulieren wollte, aber man sieht, leider
ist er noch einmal hochgekommen, stoppt einen aus und dann fällt er erst. Das ist genau das Risiko, was man natürlich als Daytrader hat. Aber wie gesagt, das gehört mit dazu. Mal hat man da Glück, wird nicht ausgestoppt, mal hat man Pech. Aber zumindest von der Grundidee passt es. Das ist ja auch schon mal etwas. Gold dreht auch ein kleines bisschen zu früh bisher. Hat jetzt hier gedreht bei der 69,73. Noch runtergemustert, also im Kaufkurs auf die 68,62. Ja, schade mit dem Dow Jones gerade. Ja, weil da war auch eigentlich ein schön enger Stopp und dann kommt er noch einmal kurz hoch und dann fällt er durch. Gold kommt jetzt vielleicht noch mal runter. Na, hier im Nasdaq zum Beispiel, da ist für mich interessant dann, wenn wir jetzt unten schließen, ne, dann brauchen wir es weg. So. Dann und der sollte drehen, ne, dass wir dann, wenn der Indikator wieder auf grün umschlägt, dass ich dann wieder im Prinzip probieren kann, mit dem Momentum, mit der Bewegung long einzusteigen, weil das Setup bleibt ja noch. Ne, also das heißt also auch, wenn wir hier das tiefere Tief haben, ist natürlich vom kurzfristigen Trend her so der erste Trendbruch sein kann. Trotzdem typischerweise ist es halt im, ne, also der Markt nicht wie immer im Lehrbuch. Das heißt auch hier zum Beispiel sehen wir, hier weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir sogar tatsächlich einen sehr starken Aufwärtstrend gehabt. Aber typischerweise hat man das dann häufig, dass er dann doch ein kleines tiefes Tief macht und dann ansteigt. Also auch sowas hier, das ist im Aufwärtstrend nichts Untypisches. Also von daher können wir da nicht sagen jetzt direkt, oh, wir haben jetzt einen Trendbruch, er muss jetzt short gehen. Ja, Umkehrkerze haben wir schon hier. Das ist ja so eine hammerartige Kerze. Die will ich aber auch schon handeln. Der muss eigentlich long. Komm, steigen wir nochmal ein.
Ja, Dow steigt auch, DAX steigt auch. Komm rauf mit dir. Ein schönes Muster. Nochmal unter den zweiten Leiten Durchschnitt, schließt oben drüber, macht eine schöne Umkehrkurze, Kerze, nächste Kerze öffnet drüber. Komm, rauf mit dir. Ja, ich sehe, ein Teilnehmer ist Short. Im Nasdaq oder wo bist du Short? Nein, will noch nicht hoch. Ah ja, der Teilnehmer ist vom Nasdaq Short. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Das ist ja bei so einem Einzeltrade. Also hier würde ich auch jetzt nicht sagen, dass man da nicht shorten kann. Also da ist man ja dahinter klüger, in welche Richtung der tatsächlich geht. Und man letzten Endes, was ich eben auch sagte, ne, dann hat man ja hier zumindest schon mal einen Indiz, dass er auch short gehen könnte. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Schrägstrich Hoffnung, ne, dass er seinen Aufwärtstrend hier fortsetzt. Aber ob er das macht, das werden wir gleich sehen. Also, Teilnehmer schreibt, dass er mit 10 Punkten raus ist, gewinnen, sehr schön. Das freut mich. Schade hier natürlich auch für mich, ja, also knappe Sachen, dass die Gold nicht noch ein kleines bisschen runterging.
Hat sie aber jetzt hier zwei Mini-Kerzen und Ende. Obwohl, geht sogar. Sehen nur so klein aus, sind aber trotzdem 15 Punkte. Wahrscheinlich, weil die Wohlheit vorher dann deutsch höher war. So, Position ist schon mal leicht im Gewinn, aber wirklich nur marginal. Und schließt dann die Kerze in 2 Minuten erst. Aber trotzdem, mit dem Einstieg bin ich zufrieden. Also das ist, denke ich, immer so ganz, ganz wichtig, dass wenn man auch im Nachhinein nochmal auf so ein Setup draufschaut, dass man sich dann überlegen kann, ne, war das von dem, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, war das Setup gut oder war es halt nicht gut? Ne, und für mich, ne, Aufwärtstrend intakt, Rücksetzer, schöne Umkehrkerze, hat über dem zweiten gleitenden Durchschnitt schließen können. Ne, und von daher ist, ne, hat dann der nächsten Kerze, ist im Prinzip leicht drüber. Das ist eigentlich exakt das Einstiegssignal, was man dann handeln kann. Also von daher, Setup passt und ich werde jetzt mal gucken. Ich werde auch nicht den Stop-Loss nachziehen, bevor der Kurs nicht über diesem Hoch ist. Also das ist mir wichtig. Ich will ja, gerade wenn der Kurs das macht, was ich möchte, also dass er jetzt steigt, dann will ich nicht ängstlich werden. Ich werde ja auch nicht ängstlich in dem Moment, dass wenn er fällt, dass ich dann sage, dass ich den Trade früher rausnehme. Und so will ich erst recht nicht ängstlich werden, wenn der Kurs das macht, was ich will. Natürlich kann es passieren, dass der jetzt nochmal runterkommt und mich ausstoppt, aber nur schlimmer im Prinzip wäre gewesen und dann hätte ich ja auch nichts gemacht, wenn der Kurs hier aufgemacht hat, ich steige ein und dann fällt er durch. Und dementsprechend will ich jetzt auch Luft geben, dass ich auch eine reelle Chance habe, dass er mich nach Möglichkeit nicht ausstoppt auf Entry. Natürlich im Prinzip mal macht es halt doch. Kann immer sein, dass er hier hochgeht, macht das höher hoch, kommt runter bis hierhin und steigt dann hoch. Aber das will ich in Kauf nehmen. Ich möchte aber auf gar keinen Fall hier zu früh nachziehen. Wenn ich jetzt hier quasi innerhalb einer Kerze schon jetzt nachziehen würde, damit ich aus dem Risiko bin, was natürlich psychologisch sehr angenehm ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt nochmal hier kurz runter tickt und dann steigt, die ist einfach immens hoch. Also ich möchte schon mal gucken, dass ich so auf diesem ganz kleinen Markt rauschen, da will ich halt schon raus, denn der soll erstmal auch die nächsten Widerstände halt durchbrochen haben. Und dann hoffe ich einfach, dass er da auch entsprechend weiter steigt. Ja, aber zumindest heute mal ein bisschen mehr Volatilität gegeben. Das war schön. Jetzt haben wir ja schon den zweiten Trade drin. Ja, 3 Einstiege konnten wir setzen. Also das macht ja auch dann noch deutlich mehr Spaß, wenn wir hier ein bisschen mehr Action haben, als wenn das halt alles ein bisschen langsamer geht. Also von daher freut mich. Und ja, ich finde auch immer Daytrading, da ist auch immer eine ganz gute Portion Spaß dabei, die auch, oder zumindest was ich auch so höre vom Kundenkreis her, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und auch bei mir ist es so, dass auch halt einfach, ne, neben dem, dass man auch Geld verdienen will, aber das auch einfach super viel Spaß macht.
Alles sehr schleppend. Ja, also der richtige Drive nach oben, der fehlt noch. Was ist deine Meinung, Nelson, Börsenendrallye, ja, nein? Also dieses Jahr. September ist ja bald rum und dann müsste es ja eigentlich nochmal weiter hochgehen, zumindest statistisch gesehen. Ja, aber boah, da wage ich überhaupt keine Prognose. Schwierig, was nach November passiert. Ob jetzt auch die Fed, Goldman kam ja auch vorhin raus, die erwarten jetzt jedes Meeting 25 Basispunkte Zinssenkung jetzt. Schwierig, wirklich schwierig. Na schade, ich dachte, jetzt könnte ich dich hier festnageln auf irgendeine Aussage, aber leider nicht. Nein, 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 nein. War ein netter Versuch. Tendenziell aber eher nach oben. Ja, aber es ist wirklich, wirklich interessant. Also ich habe mich mit einigen Börsenländern unterhalten und teilweise haben die gesagt, die haben alles verkauft, Sparpläne aufgelöst und sowas. Also gibt schon einige Meinungen, die also auch wirklich so stark negativ sind, stark bärisch sind. Aber wie gesagt, also ich teile das nicht und ich hoffe damit dann natürlich immer, dass ich damit recht habe. Aber schon interessant, also dass es doch jetzt wohl viele Punkte gibt, die man auch sehr, sehr negativ sehen kann. Ja, diese Entscheidung, alles zu verkaufen, habe ich schon von einigen auch schon letztes Jahr gehört. Und du siehst, was jetzt passiert ist. Wieder 20% nach oben. Schwierig. War eine lange Zeit, konntest du dich auch nicht wirklich auf, ich sag mal, die wirtschaftliche Datenlage, ja, darauf deine Entscheidung treffen. Der Markt hat gemacht, was der Markt machen wollte. Und ja, also lang, wer, wie du vorhin auch gesagt hast, wer mit Aktien handelt oder Sparpläne hat auf ETFs und das langfristig betrachtet, dann hat, glaube ich, wenige Gründe, das auch zu beenden. Will auf jeden Fall nicht richtig durchgehen. Naja, macht hier nichts. Ich zeige nochmal ganz kurz, wo ich ihn nachziehen möchte. Ja, also wie eben erläutert, möchte ich den Stop-Loss nachziehen, wenn der Kurs hier oben drüber ist. Also dann entsprechend hier unten den Stop-Loss auf Einstieg setzen. Ja, Kursziel, hatte ich gesagt, da sollte schon was hochlaufen. Also da wäre zum Beispiel dann hier auch jetzt den Pivotpunkt interessant. Ich zeige nur ganz kurz, was wir uns da angeschaut hatten. Da war halt hier dieses hoch, also die 19.950. Ja, obwohl man da also auch nochmal gucken könnte. Typischerweise sollte er auch dann die 20.000 machen, so als runde Marke, aber gut, das weiß man nicht, ist ja schon nochmal eine Ecke drüber. Also die 19.950, das wäre dann das, wo ich auch jetzt meinen Take-Profit draufsetze. So. Ja, das wären dann im Prinzip 2 R circa. Ja, und wie gesagt, nachziehen, wenn er hier oben drüber ist. Also so werde ich es machen. Super, von meiner Seite dann war es das soweit. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe wie immer, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass man durch so eine Veranstaltung nicht dümmer, sondern eher klüger wird. Und Nelson, auch von dir immer wieder vielen Dank. Toll, dass es nicht ein ganzer Monolog ist, sondern dass du auch mal wieder deine Meinung so ein bisschen beifügst. Finde ich klasse. Machen die wenigsten.
Also auch von da von meiner Seite Dankeschön und ich freue mich aufs nächste Webinar. Super, vielen Dank, Marc. Kann ich nur zurückgeben. Macht Spaß in dem Format. Und ja, 10. Oktober ist der nächste Termin. Vielen Dank an alle, die live dabei waren. Viel Erfolg weiterhin diese Woche. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.